Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits fünften Staffel und der jetzt 128. Folge. Heute in der Vorproduktion am 5.11.23. Was aber losgeht, gibt es mir immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an Mendek Nanoi. Mendek hat nämlich am 1.2.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Numero 1106. Mendek verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns immer noch im Krieg mit den Saka und mit dem nördlichen Imperium. Mit den Saka sieht es gerade nicht so toll aus, mit dem nördlichen Imperium schon. Ich konnte jetzt aber die letzten Folgen nicht sehr viel machen, nochmal zur Erinnerung, denn wir hatten Probleme mit Makeb, das kurz vor einer Rebellion stand, und gleichzeitig auch Zeonika. Wir gucken nochmal rein in den Ist-Stand. Zeonika ist die Petronella immer noch unterwegs, sie ist aber bestimmt in den nächsten ein, zwei Ingame-Tagen müsste sie ja schon da sein. Und die Sicherheit ist sehr gering wegen dem Versteck in der Nähe. Das wird sie dann hoffentlich als kriegserfahrene Kavalleristin hoffentlich lösen, auch wenn sie nur zu Fuß kämpfen kann. Die Treue ist tatsächlich im Plus, trotz der Anarchie. Das ist schon mal ganz geil. Das heißt wiederum, da müsste es ja dann bald wieder vorwärts gehen. Also brauche ich jetzt doch nicht nach Hause latschen. Das freut mich schon mal sehr, denn Markep ist gerade kurz davor, endlich wieder richtig stabil zu laufen. Also es ist eigentlich schon stabil am Laufen, aber der Sicherheitswandel, der kann auch wieder ins Negative rutschen. Wir bleiben mal in unmittelbarer Nähe, würde ich sagen, denn die Treue ist endlich im Plus. Das heißt für mich und auch für euch, endlich wieder eine Armee ausrufen. Und ich habe schon mal ein bisschen geguckt, wer ist denn zur Verfügung. Den kenne ich nicht, aber er ist auch Söldner. Moment, hier haben wir ein paar, genau. Das ist kein Söldner. Das ist kein Söldner. Das ist auch kein Söldner. Deswegen zack, zack, zack. Immerhin, das sind nochmal, ja, so 280 Truppen. So hab ich immer Daumen. 282, genau. 83, Entschuldigung. Immerhin, immerhin. Das reicht für ein, zwei Burgen vielleicht. So. Und apropos Burgen und apropos Städte und Verteidigungen, das nördliche Imperium nervt mich. Aber wir haben hier noch eine 200er Verteidigung, wo fast nur Milizen drin stecken. Hier sehe ich gerade nicht, wie viel drin stecken. Okay. Hier hinten habe ich ja die Besitztümer abgegeben. Außer an Usek. Und da sind kaum Garnisonen drin, ne? Genau. Die sollen noch erstmal da bleiben. Okay. Wir gehen mal hier hin. Und warten derweil auf die Verstärkung, die jetzt nochmal rankommt. Ein Tag 22. Ist in der Schlacht. Scheiße. Ein Tag 14. Ach. Zwei Tag 2. Er hat gewonnen. Super. Hat sogar mehr Truppen als vorher. Noch besser. Okay, wir überlagern. Ah, ich sehe schon, die bauen schneller die Verteidigung auf, als wir das hier, oder? Mist, unsere Recruiter von Usek wurden zerstört. Wurde gerade noch kurz eingeblendet. Ich hoffe so ein bisschen, dass jetzt die Saka versuchen mich hier anzugreifen, aber irgendwie haben die keinen Bock, wa? Na gut, ich muss was bauen, es geht nicht anders. Kimli wird belagert, nicht so geil. So, was wollen wir bauen? Wir machen diesmal Katapulte, weil es schneller geht. Und ein Bocki. Ein Bocki geht immer. Mit Senf und Brötchen. Unser Baumeister ist natürlich noch sehr lahmarschig. Wo bleibt ihr? 18 Stunden. 5 Stunden, sehr gut. 2 Stunden, noch besser. Hier können wir noch ein bisschen aufleveln. Und hier noch ein paar Römer rekrutieren. Nur 33 Mann? Fuck, die waren in der Schlacht. Aber da kommen 100 rein. Ah ne, Quatsch, die hatte ja 41 Mann nur, stimmt. Das südliche Imperium kriegt eine Kriegserklärung von den Karthagern. Natürlich, wir haben ja sonst keine Probleme. Echt jetzt? Wait. Wir haben eine Allianz mit den Batanian. Aber die haben sie jetzt erst nachträglich geführt. Ah ne, Moment, Allianz ist glaube ich Verteidigungsallianz, nicht Angriffsallianz, oder? Ansonsten haben wir gleich einen Weltkrieg hier. Katapult 1 steht, kämpft aber gegen 2, dessen sage ich erstmal nein.
Und wir warten noch auf den letzten Mann. Amprela hat die Wahl... Oh, wir haben Amprela geholt. Nice. Oh, da ist der letzte Mann. Sehr schön. Hast du nochmal Update-Ding? Schon guten Treffer gelandet. Aber ich denke, wenn wir beim dritten Katapult sind, könnten wir theoretisch eventuell... Nee, obwohl lieber nicht. Ich baue lieber hier. Los, geht um die Wahl. Ich werde vorgeschlagen. LOL. Das ist eine imperiale Stadt. Die könnte gut Geld bringen. Wie steht sie denn? Siedlungsaufgaben. Das ist nicht so geil. Ah. Ja, die Sicherheit ist so niedrig. Ruhestand ist aber auch nicht so geil, wa? Nee. Minus an Nahrung. Aber es müsste sich wieder fangen. Haben wir hier. Rohseide und Flachs. Da müssten ja ein, zwei Dörfer, die an den Bogen gebunden sind, auch noch Rohseide liefern. Amprela und Mycelia waren es, glaube ich. Die doch so gut geliefert haben für Sandwebereien. Ich brauche halt ein höheres Clan-Level. Oder diese Infrastruktursachen. Wer stimmt dann? Oha, die Kaiserin stimmt dazu. Oh. Okay. Ja, komm, wir pferden das Ding. Das Geld kann ich gut gebrauchen, nachdem ich ja letzte Folge versehentlich wieder 100.000 reingespendet habe, statt plus 10.000. Achso, und apropos, hab ich total vergessen, ne? Dieses Current Level ist das bereits erreichte Level. Und dieses Enquiro, oder wie das heißt, ist dann das, was noch in der Warteschlange steht. Also, was im Köcher steht, sozusagen, im Kühl. Können wir das alles nehmen? Das können wir alles nehmen. Ah, okay. Letztes Katapulten und dann nichts los. Waldmenschen wieder ein Söldnervertrag, okay. Aber die waren doch schon da, die Waldmenschen. Ich hätte die doch gerade schon rekrutieren können. In der Theorie. So, aufstellen, aufstellen, aufstellen. Oh, gute Treffer, gute Treffer. Sehr schön. So, wir machen nochmal ein Save. So. Hoffe nur, dass ich jetzt keine Dingens brauchen werde. Breschen. Und was überlegen? Nö. Ah, die können wir rein. Wir haben auch eine geile Moral. Zusammenhalt, wie viel zahle ich hier gerade? 4,7 verlieren wir am Tag. Zahlen müssen wir 9. Bekommen tun wir 5. Naja, immerhin. Haben wir schon mehr als die Hälfte pro Tag immer dazu. Automatisch. Hier haben wir noch ein paar. Ich sehe nichts. Ah, danke. Ein paar Infanteristen, wollte ich sagen. Hier schließt du dich der Kohorte an, du der Kohorte und du die Kohorte. Mach mal einer den Schnee da weg. Mann, ich sehe nichts. Echt jetzt? Aber wandert der jetzt mit mir? Boah, nee, ne? Ah, gut. Leitern hier, Leitern da. Rocky muss da hoch und wir haben noch Katapulte. Ja, automatisiert. Ich werde mir zwischendurch die Infanterie dann davon abhalten, schon hochzuklettern. Und erstmal noch die Schützen schießen lassen. Automatisiert habe ich erstmal nur gemacht, damit das sich hier ein bisschen verteilt. Hat es funktioniert? Nö. Gut. Dann lassen wir das in Zukunft. Ist okay. Hast verstanden. Ich glaube, da vorne kann ich gut in Deckung gehen, dessen Befehle geben. Oh Mann, im Schnee latschen, das dauert immer so lange. Lass den Verteidiger kommen auf die Mauern. Ah, war ein bisschen zu niedrig, Jungs. Bisschen Hörzähne dieses Mal. Shit, die Verteidigung ist weggeschossen, wa? Ah nee, die ist da hinten. Aua! Ich hab die echt nicht gesehen, ne? Durch den blöden Schneesturm.
Okay, Jungs. Eins. Wow. Das war ein Anschlag. Das habt ihr gesehen. Eins, zwei und drei. Kommt bitte hier vorne hin. Euch hätte ich gerne in loser Formation. Und dann hier. Ein bisschen weiter. So. Und die fünf. Auch in loser Formation. Und einfach mal. Ja, da so. Ich gehe noch ein bisschen in Deckung. So, und ich denke, dass sie jetzt schon ihren Spaß haben dürfen. Wir müssen erstmal ein bisschen leer schießen. Aber was macht der Katapult? Versucht der Katapult, das Tor aufzuschießen? Kann das sein? Achso, eins, zwei und drei. Schildwall. Fast vergessen. Schießen wir auch mal zurück? Fragt bloß einen Freund. Ich sehe noch nicht so viel mit zurückschießen. Wo bleibt der Bocki? Ich glaube, der kommt da, oder? Das war ohne Scheiß, wo ist der Bocki? Aua! Ah, da kommt er. Gut. Wenn wir da erstmal aufhaben, gebe ich wieder einen Autobefehl für die Infanterie, damit sie hoffentlich clever genug sind. Sag mal, ihr wisst aber schon, dass ihr in der losen Formation sein solltet. Ach, Jungs, bitte. So. Schießen nicht mehr. Genau, ich wollte sagen, Autobefehl in der Hoffnung, dass sie diesmal auch Tor und Leitern angreifen. Und sich nicht wieder an auf eine Leiter stürzen. Das hätte schon früher kommen müssen, dass die da schön aufgeteilt stehen. Wie sieht es hier drüben aus? Bisschen bockig sieht es aus. Ja. Moment, lass mir mal durch. Auch schon gut leer geschossen da oben. Wenn ich wenig erkenne, aber sieht gut aus. Da können wir recht schnell die Mauer erobern. Ja, doch. Sieht das. Bocki ist da. Wunderbar richtig. Eins, zwei und drei. F6. Ich hoffe nur, dass sie sich diesmal auch aufs Tor stürzen, ey. Die Leitern werden beide besetzt. Und ihr kommt jetzt zu uns hier hoffentlich, ja? Zum Tor. Das wäre ein Träumchen. Oh, die ganzen Spiegel, die einfach verschwendet werden. So, Tor 1 ist auf. Und Tor 2 machen wir jetzt auf. Sehr schön, es kommen sogar welche mit rein. Okay, einer zumindest. Ah, ich krieg bestimmt einen Stein auf den Kopf. Steine. Ah doch, da oben ist was. Da bewegt sich was. Falsche Waffe, Robin. Falsche Waffe. Bogenschützen. Einer weniger. Nee, ist doch nicht doof. Boah, Sackkasse. So. Oh, ein Klassiker aus der zweiten Reihe. Au. Schieb, Männer. Schiebt sie weg! Geh zu! Geh weg! Nein! Geh weg! Hat er mit der Faust auf mein Schild geschlagen? Spinnt wohl! Wolltest du mich gerade pieksen? Du spinnst wohl! So. Gehen wir noch. Nee, mal lieber hier hin. Mehr Gegner oben auf der Mauer gewesen, oder? Ach nee, die haben wir schon durchgeprügelt. Alles klar. Ist natürlich geil, dass das so viele Milizen waren, ne? Da hinten auch noch ein paar Schützen. Der gehört mir! Nein, doch nicht! Nein! So. Okay, vielleicht gehört er doch mir? Nee, okay. Sehr schön. Vielleicht nur 20 Verluste? Was? Echt 50 Tote? Fuck. Aber okay. Habe ich unterschätzt, muss ich gestehen. Gut, die rekrutieren wir gleich mit und werden sie in die Garnison schmeißen.
10.000, okay. Verringerter Moralschock. Weniger Schaden. So, gibt es ein Upgrade für dich, mein lieber Kiraslav. Bitteschön, gern geschehen. So, 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 so. Gott, ernüscht. Na gut, wir haben gegen Milizen gekämpft, erwarte ich auch, ne? Na gut, nee. Machen wir Erfahrungspunkte draus. Schöne 10.000, das lohnt. Ich muss Ladezeichen. Stimmt, das ist ja Imperial. Stimmt, ich dachte gerade, das war Sarka, ich Depp. Aber ja, klar, es war erobert von Sarka. Ganz ehrlich, ja, die will ich jetzt für mich. Es ist nämlich eine Burg, die kann jetzt zusätzlich rekrutieren. Und wenn mal Markip wieder Sicherheitsmalus ist, schicken wir da ein paar Garnisonseinheiten rüber. Oh, wer ist denn da? Vergeer. Vergeer höchstpersönlich. So, wir herrschen jetzt, genau. Und über Umbrella auch. Das ist schon mal etwas. Kimli wird angegriffen. Okay, da geht aber, glaube ich, gerade die Pragea hin. Jetzt denke ich mal, wäre Epinosa gar nicht so verkehrt. Aber erstmal müssen wir hier eine Garnison verwalten. Ja, stoischer Berittener, wieder ein Karthager. Batani. Noch ein Karthager. Fünf Karthager, so rum. Karawane wieder mal. Ja, hier Batani. Auxiliar. Gott, irgendwie der Infanterie, wie ich gerade merke. Also römische. Und noch ein Stugia. Naja, 35, besser als nichts. Dass Ebus eine Burg ist, füge ich mal nur schnell einen Zehner rein und sag erstmal so, so. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch holen können. Ist ja gerade kein Bau drin, okay. Aber die Treuewandel ist recht hoch, die Sicherheit ist recht niedrig. Wächst aber auch ohne unsere Anwesenheit, okay. Mauerstufe war 2. Ich denke, als nächstes sollten hier auf jeden Fall Werkstätten gebaut werden. So. Moment. Raus und wieder rein. Genau, Gefangene abgelegt. Ins Verlies gehen. Alles, was ich nicht markiert habe, geht hier rein. Genau. Sind sogar noch ein paar Römer drin? Ja, aber jetzt ehrlich, von mir aus dürfen hier jetzt hier auch ein paar Saka rein. Wir brauchen gerade vor allem in den Kriegsregionen, brauchen wir so schnell wie möglich, so gut wie möglich Garnisonseinheiten. Und dann sagen wir jetzt Burg Syratos auch, dass sie rekrutieren darf. So, nach Template gerichtet. Auto-Create Recruiter, dass sie auch losmarschieren und aus den Dörfern rekrutieren. Und die dürfen das Template ignorieren, wenn es um Gefangene geht, genau. Die wieder auf Maximum einfach pressen. Training soll sein. Moment, Template. Template laden. Burg Römer. Oh, kostet mich wieder 780 täglich. Aber wir sind dezent im Plus. Was bringt mir denn Aprela im Moment? 860. Ja, ist okay. Für eine frisch eroberte Stadt ist das okay. Wohlstand war jetzt auch nicht sehr hoch, aber kommt ja mit der Zeit. Alles klar. Warte, habe ich jetzt hier noch bei Guards irgendwas eingestellt? Nee, ne? Nee. Muss auch nicht sein. Guards erstmal nicht. Gut. Hier unten ist so ein 50er-Trupp, der ist am Stänkern. Wie schnell wäre der? 5,6. Da komme ich gerade nicht ran. Dann gucke ich mal nach Epinosa. Ach Mensch, Umbrella ist ja hier. Ja, perfekt. Oh ja, gut. Warte mal. Jogoris? War das nicht das, was sie uns weggenommen haben? Ja, das hat sich der Mondschuk gekrallt. Oh, wenn ich jetzt noch Mizea dazu kriege, das wäre natürlich ein Träumchen. Gibt es denn noch mal ein paar in der Nähe, die sich gerade wieder aufgefrischt haben und keine Söldner sind? Nee. Schade. Die sind wahrscheinlich in den anderen zwei Armeen jetzt alle. Wir haben auch zu wenig Clans hier, ganz ehrlich. Wir bräuchten mehr Clans. Oder Clans. Würde ich, dass die jetzt nach Kimli geht. Ansonsten schnapp ich mir das wieder.
Wie sieht es jetzt eigentlich aus hier? Ja, natürlich, Korruption wieder gestiegen. Burg Nord oder Burg Süd? Norden haben sie noch so viel. Wie sieht's hier aus? Amitatis? Passiert nicht viel, wa? Wäre aber auch was Schönes, wenn ich mir das Amitatis dazu hole. Aber ich brauche halt verdammt nochmal mehr Römer. Ich brauche einfach mehr Römer als Statthalter. Verdammte Axt, ey. Komm, wir holen Jogoris. Die Joghurtburg. Natürlich, die macht's nicht. Oh. Überall am Plündern hier. Ekelhaft. Und Chaos wird wieder belagert, natürlich. So, wie viele Verteidiger? 140. Easy. Shit, wir sind kurz vorm Aufgeben. Okay, dann werde ich wahrscheinlich einen Sturmangriff machen müssen. Oh ne, der kostet wieder so viel. Der kostet uns wieder so viel. So, so, so. Aber wenn ich jetzt wieder Gerätschaften baue, kostet uns das wieder Zeit und Kriegsstand. Also hält sich vielleicht die Waage. 20 Garnisonen, der Rest ist Miliz. Ja, komm, machen wir Sturmangriff. Ja, perfekt. Schöner Zeitpunkt. Wir haben nämlich keine Verteidigungsmaßnahmen bauen können. Komm. Der wird's bringen hier. Machen wir einen nächtlichen Sturmangriff. Warum nicht? Lange her. Zumal jetzt sehen wir ja auch im Dunkeln wieder einigermaßen gut. Das Scharnuckelchen hat wo die Leitern? Auf jeden Fall hier. Und wo noch? Wie gut sieht die aus, bitte? Wow. Die Burg gefällt. Wo sind die anderen Leitern? Die sehe ich gerade gar nicht. Theoretisch hätte ich jetzt hier rechts vom Tor behauptet, aber... Wir sehen uns nichts. Ach, hier! Hier sind sie. Ah, habe ich übersehen mit dem Steg. Okay, aber auch schön viele Verteidigungsmöglichkeiten für unsere Bogenschützen. 1, 2 und 3 in den Schildwall. 1, 2 und 3 hier hin. Die 4 in loser Formation. Und die 5 ebenfalls. Wieso sind 4 und 5 eigentlich so ungleichmäßig? So. Da oder da? Ah, hier haben sie aber den Winkel, ne? Weil der Boden hier so abschlägt, also nach unten schlägt. Mal gucken, wo sie sich aufstellen zur Verteidigung. Mal gucken. Los geht's. Ah, die Leiterträger rennen wieder vor, natürlich. Stehen sie schon irgendwo? Nee, ne? Nee. Wie gut die einfach aussieht, die Burg. Gefällt mir. Erstmal gucken, wo sie sich aufstellen. Wenn sie sich an beiden... Ah, rechte Seite. Sehe ich das richtig? Ich glaube, da oben ist Bewegung. Ja, da oben ist Bewegung. Aber halt auch der blöde Turm. Okay. I4. Kommt bitte mal hier hin. Während 1, 2 und 3 sich vorwärts bewegen. Die 5 kommt ein bisschen dahinter und versucht zur Seite zu schießen vielleicht. Also darüber zu schießen. Und dazu brauchen sie aber eine bessere Deckung. Muss sie gleich mal anders platzieren. Und zwar... Da so. Bisschen. Kleines bisschen besser als vorher. Da sind nicht viele Verteidiger hier oben, ne? Vielleicht können wir links hoch und dann komplett innen drinnen aufräumen. Komm, 1, 2 und 3, nehmt mal den Schild mal raus. Das dauert so zu lange, bis sie da sind. Ja. Wo bleibt eigentlich die 4? Frag bloß für einen Freund. Achso. Sorry, hab euch nicht gesehen. Oh, aber sie haben gute Schussfelder. Die treffen bloß zu wenig. Geh mal ein Stück vor. Was aber von hier rechts kommt kein Beschuss rein, wa? Das wird sich großartig. Ist ja eigentlich ganz gut. Aber das Gute ist auch, dass eine Infanterie da steht. Dann hätte ich die 5 gerne mal hier.
Wollen wir jetzt, Jungs? Nicht schlapp machen hier. Sagt er und bekommt einen Schuss ab, natürlich. Wo ist dein Schild, Rekrut? Entschuldigung. Ja, okay, es kommt Beschuss hier drüben an, aber nicht wirklich gezielt, ne? Nicht effektiv. Und hier ist kaum was auf der Mauer. Ist gut. Lol. Ich hab nicht mal gesehen, wo ich hingeworfen hab. Nein! Ach, komm schon. Was haben die da oben für ein Problem? Ist das ein Pathfinding-Problem oder ist den Kalten, deswegen zappeln die so rum? Bleiben meine Jungs? Okay. Eins. Mir nach. Nee, die gehen jetzt nicht die Leiter hoch. Ist kaum Verteidigung. Hast dein Schild fallen lassen? Scheiße, es klappt nicht. Okay, eins hier hoch. Ah doch, es klappt! Hab's bloß nicht gesehen, die Jungs. Sehr schön. Au! Was? Was? Ein One-Hit? Dein Ernst? In die Fresse? Oh nee! Oh! Okay, wen wähle ich jetzt aus? Ja, du da. Oh Mann! Keine Buchspeere, schade. Oh, okay. Wer hat denn da Batania rekrutiert? Shit, jetzt verteilen die sich bestimmt wieder, wa? Oder? Ah ja, die anderen Kohorten sind weg. Mist. Das sind jetzt unnötige Verluste. Nein, Speer zu kurz. Speer zu kurz. So geht's. Oh, die gibt's noch nicht. Haha. Oh, was? Hat der mir eine geschossert? Ach, ist das blöde hier auf der Treppe, ey. Ich hab halt bloß so einen Low-Level-Speer jetzt hier. Aber irgendwas muss ich ja machen. So. So. Nicht nachlassen. Oh. Und jetzt Schwung. Mit Schwung, Jungs. Warum läufst du so lahmarschig? Die haben doch den Schildpfeil drin. Och, nö. Das war doch gerade so die Mara, oder? Die haben Schildwall drin, ja. Das und der Schnee, das verlangsamt ja auch nochmal. Ja, ich ignoriere einfach die Bogenschütze, die auf euch schießen. Macht bestimmt Sinn. Oh, was? So ungewohnt, dass ich mal kein One-Hit mache damit. Geht doch. Was? Geht doch. Mann! So, schon besser. Nein! Oh, was? Okay. Aua, was? Von hinten? Nein! Komm her hier! So, wo kam der Schuss jetzt her? Hä? Ich sehe den Typen nicht. Egal. Einfach in Bewegung bleiben. Was? Am Schild vorbei? Respekt. So, Kyraslav, zeig mal, was du drauf hast. Das war ein guter Schuss von dem. Kann man ihm echt nicht abverkennen, ne? Hat am Schild vorbei in meiner Hand getroffen. Ach, komm schon. Bitte! Danke. Oh. Das Ding macht mir gerade ein bisschen zu viele Verluste hier. Dass der mich one-hittet, Freunde. Also unseren Kato one-hittet. Was macht ihr denn, ihr Pappnasen? Okay. Aber erstaunlich, ne? Diesmal sind sie nicht die Leiter hoch und da erstmal auf der Treppe stehen geblieben. Diesmal sind sie gleich weiter. Das war ja sonst immer ein Problem.
Jo, da haben wir hier ein anderes Problem, wieder mit dem Pathfinding. Da weiß ich jetzt aber natürlich nicht, woran genau es liegt. Ob es eine Mod ist, ob es das Spiel selbst ist. Und eine Ursache hat es auf jeden Fall, das steht fest. So, der letzte Mohikaner hier, ja? Hey, Glück! So. Luke auf. Keiner drin? Gut. Wie, die sperren mich jetzt wieder aus. Ah, ich habe sogar Begleitung gehabt. Gut zu wissen. Huch, Entschuldigung. Wurschtfinger-Syndrom. Da kommt man manchmal auf andere Tassen. Ach, da oben sind noch welche. Oh, Mann. Da werde ich bestimmt gleich sterben. Das gibt gleich Schüsse in den Rücken. Aber ich habe keine andere Wahl gerade. Stirb. Danke. Stirb. Stirb. Du sollst sterben, hat gesagt. Geht doch. Stirb auch du. Okay. Krass, wie die mich ignorieren. Was ist da los? Ist Kühlerslauf getarnt oder was? Da hinten mal noch welche. Aber hey, Kühlerslauf wird ja schön leveln. Als Infanterist. Hauptmann ist es natürlich ganz gut für ihn. Die haben zwei Köcher, die Milizen. Was? Okay. Noch was? Und was? Nö. Wo rennen wir hin und warum? Da unten wieder irgendwo einer festgeglitscht oder wie? Wie sie immer noch zu der Leiter rennen, obwohl die Luke offen ist. Gibt's doch nicht. Okay, 30 Verluste, das geht ja. Da war die Burg davor schlimmer. So, schmeiße wieder an die Garnison und die hier ins Verlies. Habe ich eigentlich die vorhin ins Verlies geworfen? Nee, habe ich nicht. Mist. Obwohl, doch, doch, habe ich. Alles gut. Jetzt 10.000 Erfahrungspunkte, das ist okay. Nichts zu essen. Klamotten doof. Bild doof. Waffen doof. Okay. Erfahrungspunkte. Ja, ja, ich weiß. Ja, wir zeigen Gnade und natürlich nehmen wir das Ding. Habe ich eigentlich ein Cap, wie viele Besitztümer ich haben darf? Ah, Sekunde. Mal kurz anders hingesetzt. Falscher Reiter. Wollte hier hin. Hier hin. Nee, es gibt kein Cap. Ja, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Burgen mehr, die wiederum für die Sarka. Nee, eine Burg für die Sarka-Stadt und eine Burg für die imperiale Stadt. Das passt doch super. Zwecks Garnisonseinheiten hin und her schicken. Oh, nice. Plus zwei. Sie ist da. Ja, sie ist da. Man sieht's. Aber Sicherheit wächst noch nicht so wirklich. Wir nehmen Versteck in der Nähe. Hm. Aber da kümmert sie sich hoffentlich drum. Sobald es in einem Dorf eine Quest gibt dafür. Ja, und es sieht nicht so gut aus. Verdammt. Dann müssen wir es wahrscheinlich noch selber machen, ey. Oh. Okay, was sagen eigentlich meine Werkstätten? Die Wollweberei in Checkhand ist nicht so geil im Laufen, aber holla, die Waldfee. Die Brauerei in Zeonika, die Kälterei in Poros und in Onira die Sandweberei, die bringen richtig schön was ein jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Checkhand die Wollweberei gerade wegen dem Krieg so scheiße läuft, weil Checkhand selber bestimmt geplündert wurde. Also die Dörfer. Nee, auch nicht so wirklich. Aber vielleicht die Dorfbewohner abgefangen? Keine Ahnung. Müssen wir noch ein bisschen beobachten. Kann auch wieder am Wohlstand hängen, wie ich ein bisschen jetzt so Verdacht habe. Wenn der Wohlstand gering ist, dass dann halt die Einkünfte nicht so hoch sind. Habe ich irgendwas im Markup gebaut? Nö. Na gut. Alles klar, liebe Leute. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach morgen wieder rein. Ciao.